Tja, liebe Freunde von B&B, heute auf dem Sendeplatz ein neues Format B&B Such und ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute meinen Gast vorzustellen. Das ist der Dirk Pohlmann, den ich unglaublich verehre. Ich habe ihn in mehreren Formaten kennengelernt. Ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm für dich, aber Dirk, das musst du über dich ergehen lassen. Und was mich also zum einen beeindruckt hat, man kann im Grunde wirklich über alles mit ihm reden, mit großem Sachverstand, und die Bücher, die ich gelesen habe und die Orte, die ich aus Literatur kenne, die hat er besucht. Und die Menschen, über die ich geforscht und recherchiert habe, die kennt er alle persönlich. Und gäbe es sowas wie eine Tafelrunde der investigativen Journalisten weltweit, dann wäre er mindestens der Lancelot. Herzlich willkommen, Dirk Pohlmann. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. So, jetzt bin ich hier etwas blau im Bild, obwohl ich in Wirklichkeit ziemlich erröte. Ja gut, also sehr nett, herzlichen Dank und ist ein bisschen dick aufgetragen, aber es freut mich. Ne? Es kommt von Herzen und soll tatsächlich auch zum Ausdruck bringen, dass du heute hier der Star bist. Mhm. Ich habe drei Themenkreise mit dir vereinbart und möchte es ein bisschen, einfach weil du ein unerschöpflicher Gesprächspartner bist, ein bisschen begrenzen auf drei Themenbereiche. Der erste Themenbereich wäre Politik. Und da sprechen wir über natürlich über Corona und die politischen Hintergründe und vielleicht auch über das, was eigentlich dabei in Vergessenheit gerät. Dann sprechen wir über Persönliches, weil wir vielleicht auch den Menschen Dirk Pohlmann ein bisschen kennenlernen wollen. Keine Sorge, das wird jetzt nicht peinlich, keine Geständnisse, sondern wir sprechen natürlich über die Sache. Und dann, was mich ja sehr freut, Dirk Pohlmann ist natürlich auch Philosoph. Und das heben wir uns sozusagen für das letzte Drittel dieser Sendung auf. Dirk, wie bist du durch die letzten zwei Jahre gekommen und was ist dir dabei aufgefallen? Naja, zunehmend schwierig, ne? Also das, die Wände rücken näher, sagt man im Englischen so schön dazu, ja. Und was ich nicht gedacht hätte, wo ich wirklich erstaunt, schockiert bin, ist, wie schnell in Deutschland der Lack der Vergangenheitsbewältigung, wie das so schlecht schön hieß, abplatzt und darunter zum Vorschein kommt, dass der Blockwart fröhliche Urstände feiert. Ja, also wie weit die, wie schnell das in Deutschland möglich ist, diese ganze Lust am Strafen und am Überwachen und am andere bevormunden und wie wenig Freiheitsliebe da drin steckt. Das ist das, was mich am meisten stört. Ich komme ja eher aus der linken Ecke, habe aber einen massiven Einschlag in diese Richtung Pursuit of Happiness oder auch ins Freiheitliche. Und das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist. Also das, erklärst du mal Pursuit of Happiness für unsere Zuschauer? Naja, aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, das ist, was sie besonders macht im Verhältnis auch zu anderen, ist, dass man dieses Streben nach seiner eigenen Glückseligkeit. Also Glückseligkeit ist ja ein großes Thema in der Philosophie auch. Eudaimonia in der antiken Ethik, ne? Ja, genau. Also man hat gesagt, alle Ethik ist, also Eudaimonie ist Glückseligkeit, hat noch so ein bisschen andere Konnotationen, kommen wir ja vielleicht auch noch zu. Aber das, man hat gesagt, bis Kant ist alle Ethik Eudaimonia. Also das heißt Eudaimonie, der Versuch, sozusagen glücklich zu leben. Und die Frage, was das Glück ausmacht, darauf gibt es ganz verschiedene Antworten. Aber bei den Amerikanern ist eben eingebrannt, und das ist tatsächlich auch so, also die freie Rede ist dort stärker eingebrannt als in irgendeinem anderen Land, was ich kenne. Kulturen ist das unterschiedlich, aber von der Verfassung her. Es gibt ja zum Beispiel in den USA weiterhin nicht so etwas wie einen Holocaust-Paragraphen bei uns, sondern da ist das alles erlaubt, juristisch zumindest alles erlaubt. Und die haben da einen starken Drang nach. Und das ist eben in der Unabhängigkeitserklärung, ist dieses Streben, also Pursuit of Happiness ist das Streben nach der eigenen Art, glücklich zu werden, nach seiner eigenen Fasson, selig zu werden. Das ist religiös geprägt, aber wirklich glücklich. Und das macht die Amerikaner, also die amerikanische Geistesart auch. Ich bin ja oft als Anti-Amerikaner bezeichnet worden, aber bei mir ist das maximal der verschmähte Liebhaber oder der Liebhaber, der seine nicht mehr wiedererkennt. Ja, also das hat es oft gegeben, aber da ist ein Kern jetzt drin. Entschuldige, wenn ich da den Faden nochmal aufnehme, wenn ich nach meiner eigenen Möglichkeit, meine Glückseligkeit zu verfolgen, gerade mich umschaue in Deutschland, ist mir die relativ geraubt. Einerseits durch die von dir beschriebene Mentalität, allerdings natürlich auch durch ein Hygieneregime, dass das nackte Überleben oder die sterile Existenz
vermeintlich als Leitmaxime ausgibt. Wollen wir die Lage noch über die Mentalitätsanalyse hinaus ein bisschen beschreiben? Was würdest du noch mit Sorge betrachten, wenn du gerade erstmal im deutschen Rahmen dich umsiehst? Ich bin schockiert, weil ich große Hoffnung auf das Bundesverfassungsgericht gesetzt habe, das mir durch meine ganze Studienzeit und danach war das so ein Leuchtturm, an dem man sich orientieren konnte, sehr vernünftig. Also wenn man staatstragend in Deutschland sein kann, dann war das wegen des Verfassungsgerichts. Und mir ging es ähnlich wie Herbert Prantl, von dem habe ich was sehr Kluges gelesen, als diese Urteile kamen, dass ich das Gefühl habe, das ist mehr als ein Gefühl, ja. Das ist sozusagen die Analyse, dass diese Betonung des Individualrechts, die insbesondere auch nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Schattierungen zu sehen war, in den Ausgestaltungen des juristischen Textkorpus, also die ganzen Verfassungen, man sieht überall diesen Drang, diese Zivilisationsbruch Dritter Reich nicht wieder zuzulassen. Da haben alle Leute dran gearbeitet. Das ist ganz stark. Und das ist verlassen worden das Bundesverfassungsgericht ist nicht mehr das, was es mal war. Also ich bin so enttäuscht davon, dass ich sagen muss, dass seine Glaubwürdigkeit bei mir rapide, also Zeigerschlag, so ganz nach in die andere Ecke ging. Und das ist schockierend, ja, weil es haben ja in einem Staat mit Gewaltenteilung haben verschiedene Institutionen verschiedene Aufgaben. Ich würde sagen, dass der Journalismus seine Aufgabe überhaupt nicht wahrgenommen hat. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Okay. Wie schätzt du gerade die Lage der Medien ein? Weil du bist ja auch mit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durchaus auch mit Arte und anderen großen Sendern mit ganz bedeutsamen politischen Recherchen auch sozusagen über den Sender gegangen und kennst sozusagen auch ein bisschen die Spielregeln da. Mhm. Wie ist deine Einschätzung zur Medienlandschaft gerade? Das ist genau das, was ich eben sagte fürs Verfassungsgericht, nur dass das Verfassungsgericht in meiner Achtung höher stand. Also die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die nehme ich jetzt mal besonders, weil ich da gearbeitet habe, sind von der Grundidee her eine hervorragende Angelegenheit. Die Grundidee wird leider nur überhaupt nicht umgesetzt. Also die Wirklichkeit, wenn man schon Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, also gibt es auch ein Medienrecht und eine Medienwirklichkeit. Und da ist der Printjournalismus noch eher vielfältig als der Rundfunk, der ist von seiner verfassungsrechtlichen Grundlage, also von dem, was das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilen als Vorgaben gegeben hat, hat er ja ganz klar gesagt, dass sie quasi den Marktplatz der Meinung abbilden soll. Und das tun sie nicht. Sie sind im Gegenteil, das ist eine Konstitution, die mit der Mentalität der deutschen Journalisten zu tun hat. Es gab da eine sehr aufschlussreiche Studie in den 80er Jahren, die hieß Bluthund oder Missionar. Ein Vergleich von englischen Journalisten und deutschen Journalisten. Die englischen Journalisten Bluthunde, die bereit sind, um an ein Dokument ranzukommen, einzubrechen, zu betrügen. Also quasi alles machen, um an die Quellen ranzukommen. Was die Deutschen ganz furchtbar finden. Also diese Hemdsärmlichkeit der britischen Journalisten. Ich mache nicht so viele Facetten, sonst wird es zu kompliziert. Und auf der anderen Seite die Deutschen, die die Eigenschaft haben, als Erziehungsberechtigte aufzutreten. Missionar ist ja noch harmlos. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass sie auch gerne als Großinquisitor unterwegs sind, die dann Urteile fällen und gleichzeitig vollstrecken. Also ich selbst bin auch schon in den Genuss dieser vermeintlich haltungsjournalistischen Gesinnungspraxis zu geraten, das fühlt sich nicht sehr angenehm an, weil die Instanzen des Rechtsstaates wie Unschuldvermutung, Revisionsinstanzen, Beweisaufnahme und abgewogenes Urteil überhaupt keine Rolle spielen, sondern man in eine quasi juristische Rolle sich gegenüber der Öffentlichkeit begibt als Journalist, oder? Ja, also es hat etwas, du sagst Inquisition und genau daran erinnert es mich, es hat was Religiöses. Also das ist so, als wenn man wenn alle zum rechten Glauben übergetreten sind, zum einzig wahren Glauben und ihn proklamieren, Impfung ist die Lösung für alle Probleme, ist alles gut und je mehr die Wirklichkeit nagt, also je mehr der Ablasshandel, so nenne ich das jetzt mal, kritisiert wird, nicht weil ich den Ablass vergleichen will damit, sondern mit dieser Erosion der Glaubwürdigkeit. Mit Vergleichen muss man ja vorsichtig sein, ne? die Erosion der Glaubwürdigkeit, die Kirche gehabt hat zu Zeiten der Reformation. Also je mehr die
die angeblich mit Notwendigkeit vorgetragenen Schlussfolgerungen aus der medizinischen Lage, was ja bereits ein großer Irrtum ist. Also die Vorgaben für die Politik kann man nicht aus der Wissenschaft ableiten. Da kommt man sofort auf einen Hundepfad. Ja. Aber je unklarer das wird, umso schärfer werden die Konsequenzen, die angedroht werden. Es ist wie so eine Selbstversicherung. Also wenn gemerkt wird, es wird jetzt langsam schwammig, dann ist die erwachsene Reaktion, dass man sagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Also das war so, gibt es bei Konferenzen gute Methode, auf den Tisch schauen und sagen, Reality Check, ja, reden wir eigentlich noch über die Wirklichkeit? Ist das hier, was wir verhandeln, der Stand der Dinge? Und es ist nicht mehr der Stand der Dinge, sondern... Welche Fragen würdest du dieser Berufsgruppe stellen, wenn du so einen Reality Check durchführen würdest, wenn du jetzt die Gelegenheit hättest, mal die ganzen Edelfedern der Leitmedien an einem Tisch zu haben und denen zu sagen, so, diese Fragen solltet ihr mal ernsthaft diskutieren. Welche wären das für dich? Aufgabe habt ihr und sozusagen ist eure, was ist euer Bezug zur Öffentlichkeit und zu eurem Publikum? Denkt ihr, ihr werdet Erziehungsberechtigte oder solltet ihr die Dimensionen eines Konfliktes ausbreiten vor den Leuten immer so, dass sie in die Lage versetzt werden, möglichst gut zu urteilen? Und das heißt, dass man sich seiner eigenen Unwissenheit, seiner eigenen Perspektive bewusst sein muss. Neutral zu sein ist sehr schwierig. Aber was man kann, ist, dass man sich seiner eigenen Perspektive bewusst ist und eine eingebaute Fairness hat. Glaubt ihr, dass ihr diese Regel erfüllt? Glaubt ihr, dass ihr das Publikum ernst nimmt? Was ich sowieso kenne von Journalisten, ist ein zynisches Verhältnis zum Publikum. Die halten ihre Zuschauer nicht für eine Ansammlung von gebildeten Staatsbürgern, sondern das ist meistens so etwas von oben herab und eben Erziehungsberechtigte. Und das ist im Grunde genommen geht es auch immer ums Menschenbild. Eine Frage, die ich immer hätte an Politiker ist, was für ein Menschenbild und auch an den Journalisten und was uns fehlt, was uns wirklich fehlt. Das klingt jetzt elfenbeinturmig, ist aber wirklich straßentauglich, ist eine Ethik. Wir brauchen unbedingt eine journalistische Ethik, die etwas anderes ist als dieses papierne, rasselnde Ethik, die sich jetzt diese ganzen Presseorgane ja selber gegeben haben. Kodizes, die sie sich geben. Ach, der Pressekodex ist doch für die Füße, ja. Und sicher. Auch lächerlich. Und das ist ja, muss man ja auch historisch wissen, das war halt, die Presseorgane haben sich, indem sie diese Instanz aufgebaut haben, haben gesagt, wir kümmern uns selber, wir machen sowas wie freiwillige Film-Selbstkontrolle, wo ich den nächsten Text dazu veröffentlichen werde, nicht von mir, sondern von einem Abiturienten, der das als Abschlussarbeit gemacht hat, wo ich gedacht habe, ich falle hinten runter. Die Geschichte dieser wie Sachen als Gewaltdarstellung oder sexuell nicht tragbare Darstellung aussortiert worden. Das ist grotesk, ist einfach nur grotesk, weil dieses Thema halt auch sehr schwierig ist. Aber dieses sozusagen damit umgehen, die haben das sich selber diese Institution geschaffen, um zu sagen, ihr müsst da nicht ran, ihr müsst euch nicht darum kümmern. Und jetzt gibt es diese Landesmedienanstalten, die als Zensurbehörde von orientalischen Ausmaßen, also von sowjetischer Denkensart sich gerieren und nach Gutdünken sozusagen Donnerblitze schicken und sagen, das darfst du nicht sagen. Es war so, ich war im Sommer in Russland und da haben sich Blogger, mit denen ich ein Interview gemacht habe, haben sich über uns lustig gemacht. Und ich gesagt, ihr wollt uns erzählen, wollt uns was über Zensur erzählen. Wirklich sehr komisch, ja. Also ich habe jetzt was gelernt. Ich dachte ja, wenn so irgendein Interview von mir auf YouTube gelöscht wird, wäre das Zensur. Die Landesmedienanstalten haben aber die Auskunft ausgegeben, dass die Zensur die Notwendigkeit des Einreichens vor der Publikation ist. Und wenn dann daran rumkritisiert wird, ist es Zensur, wenn etwas publiziert werden darf und danach verschwindet, sei das keine Zensur. Ich finde das eine sehr spitzfindige und verschleiernde Haltung, damit umzugehen. Passt zu der Sache. Ich meine, da will ich gerade rein. Das ist, was fehlt. Das Problem ist ja bei so etwas nie der rechtliche Text, sondern das ist der Geist, in dem dieser Text ausgelegt wird. Und der Geist, wie die operieren, ist, dass sie, was ich auch durch Kontakte weiß, ich mache das jetzt nicht weiter auf, dass also sozusagen Direktive da war, sich zum Beispiel mit Ken Jebsen zu beschäftigen. Das war eine Vorgabe. Ja? Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Okay, also erstmal das mit den Fragen aus dem Kopf. Da ist irgendwas. Nein. Ich höre dir gerne zu und ich muss so ein bisschen sozusagen meine Existenzberechtigung durchfragen in
dieser Sendung noch ausweisen. Also zum einen das mit der journalistischen Ethik, das sollten wir beiden mal anpacken. Da gibt es auch ein paar andere, die sicherlich auch ganz viel Kluges dazu sagen können, dass das fehlt bitter. Und was ich so als erstmal Zwischenresümee des bisherigen Gesprächsteils festhalten möchte, ist, dass wir vor allem eine Mentalitätsveränderung haben, die eigentlich den noch vitalen Buchstaben, oder sagen wir das eher den Buchstaben von Gewaltenteilung und auch von Kodizes, eigentlich in eine Art Zombie-Papier verwandelt, das gar keine Geltung mehr hat, weil eben die Mentalität sich dem entwunden hat und sozusagen im Rahmen der demokratischen oder restdemokratischen Kulisse eigentlich eine Form von Totalitarismus zum Aufmarsch bringt. Wir haben das jetzt vor allem zurückgeführt auf mentalitätsbezogene Veränderungen und dann klingt das irgendwie so, als wäre man da so aus Versehen reingerutscht. Ich glaube du nicht, hast, dass das eine Veränderung ist, das musst du dazu sagen. Das ist oder eine Enthüllung des je schon Vorhandenen, möglicherweise, das kann auch gut sein, also wie auch immer jedenfalls. Es gibt ja auch Menschen, die von dieser Enthüllung des Vorhandenen oder dieser Mentalität profitieren. Wie du zuerst schon sagst, es gibt tatsächlich auch eine Order, sich mit kritischen Journalisten aus dem neuen Spektrum zu beschäftigen. Es gibt diese Institution der Faktenchecker, würdest du sagen? Also wir haben jetzt ja gesagt, da haben viele Instanzen versagt, die eigentlich von den Vätern des Grundgesetzes dafür ausersehen waren, zu verhindern, dass totalitäre Tendenzen und die Aufhebung eigentlich des Geistes und des Buchstabens des Grundgesetzes nicht geschehen können. Mhm. Wer sind die Player? Auf welchen Strategien ist das gelaufen? Oder ist das eigentlich, haben es alle gut gemeint und es ist einfach nur in die Hose gegangen? Nee, ich habe den Verdacht, ich muss jetzt mal in meiner eigenen politischen Hinterhof- und Kinderstube halt sozusagen aufräumen, dass das, was ich sagte, was ich sehe, ist, erstmal Faktenchecker ist ja eine absurde Institution. Eigentlich sollte der gesamte Journalismus aus Faktencheckern bestehen und sollte sich gegenseitig, es tut so, als wenn es wieder Inquisition, eine obergeordnete Instanz gibt, die die Wirklichkeit feststellt. Darunter ist sozusagen die Niederung der Meinung, aber es gibt die wirklich wahre. Und die wissenschaftlichen Idioten, die alle keine Ahnung haben, sondern sich von eben dahergelaufenen Journalisten korrigieren lassen müssen. Darf ich jetzt mal aus der Perspektive der Universität sagen. Das ist, ich meine, das ist ja noch absurd, dass er sozusagen ein Robert Malone oder Guy Montagnier müssen sich sagst von irgendeinem... Sagst du gerade noch, was die beiden für eine Funktion innehaben, falls die nicht jeder kennt? Malone ist der Erfinder der mRNA-Impfung. Dann hatten wir, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der Montagnier, Nobelpreisträger, der den HIV-Virus für die Entdeckung des HIV-Virus und Beschreibung den Nobelpreis bekommen hat. Also sozusagen die Endkante, die oberste Königskategorie, wenn du vorhin von Ritter der Tafelrunde, was ein schönes Bild ist, weil es auch von einer gewissen Ethik ausgeht, wäre auf jeden Fall Montagnier, wäre einer in der Virologie, der da heute dran sitzen würde als Lebender. Aber muss übers Stöckchen springen bei dem Faktenchecker. Ja, also bei dem Fakten, das ist genau der Punkt. Das heißt, da kommt irgendein Praktikant aus irgendeiner ARD-Redaktion und sagt jetzt dem Montagnier, das, was Sie sagen, ist aber Unsinn und das können wir so nicht bringen, das müssen wir anders machen. Und diese Art, das nennt man ja Scientismus, also die Vorstellung, was übrigens vollkommen entgegengesetzt der normativ vorhandenen Regel, wie Wissenschaft zu funktionieren hat, ist, die ja das System ist, in dem beständig kritisiert wird und in dem eine Aussage nur dann Wert hat, wenn sie falsifizierbar ist, wenn sie widerlegt werden kann. Und in diesem konstanten Prozess, also der darauf abzielt, zu produzieren. Also das heißt, Wahrheit und Wissenschaft ist Wahrheitsproduktion, die einer ständigen Revision unterliegt. Und da kommen jetzt Leute und sagen, das dürfen sie aber nicht. Und das geht dann bis dahin, dass jetzt eben das Gespräch von Malone mit Joe Rogan, also einem hervorragenden Interviewer, auch so was typisch Amerikanisches, was ich gerne mag, der aus der Wrestling-Szene als Kommentator kam, also jetzt nicht Hochkultur, ja, der das aber saugut macht und Millionen von Zuschauern hat. Und prompt wird dieses Gespräch, ich wollte es mir angucken, da war es schon nicht mehr da. Dann ist das weg. Und dann kommen Leute wie aus den Landesmedienanstalten, die pausenlos zensieren und sagen, ist aber gar keine Zensur, weil hier ist in dem Begriff diese sozusagen Unterkategorie drin, die nicht erfüllt ist. Und damit reden wir jetzt über ganz was anderes. Also wir sagen nicht, sie dürfen das nicht bringen, das ist keine Zensur, sondern das ist was anderes, weil das fehlt. Und das ist Spitzfindigkeit, juristische Spitzfindigkeit. Das ist die Art von Rechtsverdrehung und die ja getrieben ist, nicht von einem mit der Absicht, möglichst sich erkenntnismäßig die Sprache zu benutzen, um Erkenntnis zu produzieren, sondern die Sprache wird benutzt, um Macht ausüben zu können und die Machtausübung zu verschleiern. Ja? Ich möchte nochmal auf meine Frage zurückkommen, nochmal eben über die Mentalitätsfrage und die Dysfunktionalität, also dem Zusammenbruch eigentlich der gesellschaftlichen Instanzen nach den treibenden Kräften, den Profiteuren
und den Strategien. Würdest du die auch in den Blick nehmen? Ich weiß, dass du dich auch immer mit den Hintergründen der politischen Kulissen sehr beschäftigst. Würdest du da auch uns ein bisschen einen Einblick geben im Hinblick auf die Corona-Geschichte? Was siehst du da als treibend? Ich bin ja nicht wissend, ich bin vermutend. Und wir haben uns heute gerade, wir hatten Redaktionskonferenz drittes Jahrtausend. Ich habe gesagt, eine Sache, wo es sich für mich verdichtet, ist, egal ob geplant oder als Trittbrettfahrer nutzend, ist die digitale Überwachung des Staatsbürgers und überhaupt des Individuums als Konsumenten im Überwachungskapitalismus, aber auch durch den Staat. Also das heißt, die Möglichkeiten der Kontrolle und der gesellschaftlichen Steuerung, die mit der Digitalisierung kommen, das ist anscheinend eine Sache, die, das würde ich sagen, würde ich jetzt so mich trauen als Hintergrund, dass dort vehement dran gearbeitet wird. Und ich würde sagen, Leute, die herumsödern, wie eben Markus Söder, ja, ich nenne sozusagen dieses falsche Zahlen anbringen und mit einem sehr kreativen Verhältnis zur Wahrheit an die Wissenschaft ranzugehen, das würde ich mal als Södern bezeichnen, ja. Und diese Art von Leuten, die einen hohen Machtanspruch haben und das gerne durchsetzen möchten und die gerne mit der Faust auf den Tisch hauen und die gerne hochgradig Wirksamkeit haben wollen bis in das Leben rein, was du ja zu Recht als totalitär bezeichnet hast. Das ist ja die Definition von totalitär, alle Lebensbereiche umfassen. Die haben Oberwasser und die können jetzt mal so richtig und sie können auch noch sagen und sie kriegen Unterstützung. Es ist eine große Suppe, die aus Medien und Politik, die sich alle einig sind, endlich mal, und die jetzt nur noch Corona-Gegner kennen und keine Parteien mehr. Ja? Also das ist so wie im Ersten Weltkrieg. Wenn ich mal zusammenfasse, und ich mache es wirklich vorsichtig, weil wir tatsächlich ja auch, wenn wir dieses journalistische Ethos einfordern, dann muss das auch für uns selber gelten. Das heißt, wir können nur das sagen, was wir auch seriös sagen können, dass hier vieles zusammenkommt. Es sind vielleicht sowas wie gesellschaftliche Megatrends wie Digitalisierung. Darf ich kurz unterbrechen? Es gibt eine Sache, die wichtig ist dabei, und das ist auch die vierte industrielle Revolution. Das heißt, wir haben Verhältnisse, die dazu führen werden, dass viele Bereiche, Juristen, Mediziner, Journalisten werden auch durch künstliche Intelligenz großflächig ersetzt werden können. Sie geben ja im Moment auch wenig Anlass, das für eine schlechte Idee zu halten, weil ja auch die natürliche Intelligenz nicht so viel weit reicht. Wir sind immer ein bisschen albern auch in unserer Sendung. Nee, ist es ja leider nicht. Ja. Das ist ja was Klaus Schwab beschreibt, ja, dass da eine große Umwälzung ist und die Leute, die uns jetzt 30, 40 Jahre den Neoliberalismus als die Verheißung eines neuen Paradieses, in dem alles besser funktioniert, habe ich, als ich 20 war, sogar mal geglaubt für eine Zeit, ja, dass mit der Privatisierung, wenn man sich 3 Monate darüber ärgert, dass man kein Telefon bekommt hat, dann glaubt man dieser Theorie, dass alles besser wird, wenn das alles privat wird. Das ist auch zum Teil sogar eingetreten, aber im Großen eben nicht. Ja, wenn man die Eisenbahn in England betrachtet, hat man ein katastrophales Beispiel. Oder das Gesundheitswesen in Deutschland. Wasserversorgung in Frankreich. Ich habe viele Beispiele, wo man zeigen kann, dass das nicht gut funktioniert hat und nicht weiter nicht gut funktioniert. Also das war die Verheißung vorher und jetzt ist die Verheißung diese neue, dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein. Es geht nicht, dass einem nichts gehört. Irgendjemand gehört es, man darf es dann nur benutzen und jemand anders hat dann diese ganze Mehrwertdebatte, hat einen Vorteil davon. Also das ist ein zweiter Faktor, deswegen hatte ich unterbrochen. Gibt die gesellschaftliche Notwendigkeit, mit diesem Problem der vierten industriellen Revolution umzugehen und die Leute wollen, das hat ja auch Schwab so gesagt, das ist eine wunderbare Möglichkeit und nicht Klaus Schwab als Individuum, sondern das Zentralkomitee des Überwachungskapitalismus, das sich da trifft in der Schweiz mit ihm. Das sind die Leute, die Möglichkeiten und die Absichten haben, plus die Oligarchie, insbesondere die IT-Oligarchie, die jetzt die Möglichkeit hat, als Herrscher aufzutreten. Die können neben dem, was an demokratischen Institutionen ist, also wir haben so eine Art kleinen, nicht Militärputsch eben, sondern wir haben einen Putsch von Apple, Google und Facebook. Also das ist so eine Sache, wo ja die Leute, die wir jetzt beschimpfen, also die Regierung, die Maßnahmen macht, eigentlich nur ein Nebenschauplatz sind. Ja? Also ich fasse nochmal zusammen, hätte ich auch genannt, ich hätte es ein bisschen vorsichtiger genannt, ich freue mich, dass du jetzt so klar bist. Wir haben also sowas wie gesellschaftliche Trends, wie Digitalisierung, die natürlich auch forciert werden. Es ist ja nicht nur eine technische Entwicklung, sondern eine ökonomische. Mhm. Es gibt Menschen, die davon profitieren, es gibt Menschen, die dafür einen Preis zahlen. Das Ganze wird nicht demokratisch ausgehandelt. Aber es gibt jetzt ein disruptives Ereignis, das ist ja immer der große Begriff, der dann fällt. Es gibt ja diesen
Geist des Kapitalismus, der sich dann eben in seiner digitalen Variante nochmal ganz besonders zeigt. Und da geht es eben um die Zerstörung des Alten und man braucht einen Katalysator, der die Notwendigkeit der Erneuerung sichtbar macht. Und nach meiner Einschätzung ist Corona genau dieser Katalysator, weil er einerseits einen großen Einfluss auf die Veränderung der ökonomischen Strukturen hat, im Hinblick auf das Verhältnis der Konzerne zu dem Mittelstand und den kleineren wirtschaftlichen Teilnehmern, weil er auch zum anderen die Mentalität der Menschen so verändert, dass sie eine Akzeptanz haben für distanziertere Weisen des Umgangs, der Kommunikation, des Konsums und der Produktion. Da verändert sich auch vieles. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass diese 2 Jahre tatsächlich sehr wirksam waren. Ich selber habe in mir festgestellt, dass ich mich, obwohl ich das nicht vorhatte, tatsächlich in irgendeiner Weise verändert habe. Ich fühle mich auch ein bisschen beschädigt. Meine normalen Lebensvollzüge, die ich gewohnt bin, die gibt es nicht mehr. Ich bin also im Grunde in Hausarrest. Und all das, was so mein kulturelles Leben ausmachen würde, das besteht nicht, aber ich transformiere es in den digitalen Raum und liefere mich natürlich deshalb auch den Datenkraken entsprechend aus und verlagere auch meine sozialen, politischen und ökonomischen Aktivitäten in diese Sphäre und das scheint ja ganz gut zu passen. Und ob das jetzt, sagen wir jetzt, Corona initiiert war, um es zu machen, ob man davon profitiert hat, ob man das forciert hat, ob man kommunikativ davon auch irgendwas hatte oder so, ich glaube, es ist immer multifaktoriell. Was ich aber erschreckend finde, und das war ja der Ausgangspunkt unseres Gespräches, dass das, was eigentlich der Ausgangspunkt einer politischen Veränderung sein sollte, nämlich der demokratische Diskurs in einem Gemeinwesen, ja, der sozusagen auch Dinge erstmal zur Disposition stellt und in vielstimmigen Perspektiven beleuchtet, der ist nicht Urheber dieser Veränderungen, oder? Ja. Ja, das kann ich jetzt mit Ja beantworten. Also ich stimme dem zu. Also das heißt, allen Aspekten, in allen Ausprägungen, was du da erzählt hast, das sehe ich genauso. Und ich bin auch, um das mal gefühlsmäßig zu sagen, man neigt ja dann ja dazu, so nach dem Motto, kann mir doch nicht und da komme ich schon drüber weg. Aber was an mir wirklich nagt, ist, dass ich... Also ich habe so ein Fremdheitsgefühl. Es ist, als wenn ich gekündigt hätte hier. Ja? Ich laufe also in einem Gemeinwesen rum, dem ich eigentlich innerlich gekündigt habe, weil ich sage, das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle. Also für mich war das immer so, dass man sich, wir haben das vor kurzem gehabt, bei Jens Lehrig gab es ein Gespräch, also wo auf der Klimaseite, wo sehr extrem unterschiedliche, also jemand von Eike und ich, das ist so 180 Grad auseinander und wir haben uns gestritten auf eine gute Weise und hinterher aber auch miteinander geredet und habe ich gedacht, das ist eigentlich wertvoller als das Gespräch, ist dieser Nachweis der Zivilisation, dass das möglich ist. Also so, dass man sich hinterher noch die Hand gibt und wirklich sagt, sozusagen, es war wirklich interessant. Ja, und ja. Das geht mir, ist mir, fehlt mir völlig. Es ist dieses Anheften von Begriffen wie Antisemit und Verschwörungstheoretiker, Querdenker als Synonym für Rechtsradikal, also Corona-Leugner. Diese Demokratiefeind, diese Vernichtungsförder, Medienhasser. Ja. Medienhasser ist das mein Lieblingsbegriff. Ja, nee, das ist schlimm und das ist für mich auch erschütternd. Ich habe tatsächlich auch ein gewisses Ohnmachtsgefühl, ein Fremdheitsgefühl und das Gefühl einer Entwurzelung bei irgendwie der ich kenne die Gebäude, ich kenne die Straßen, ich erkenne zum Teil die Menschen wieder und trotzdem ist mir alles fremd. Das ist eine unglaubliche Entfremdung und die Möglichkeit einer zukünftigen Beheimatung scheint mir im Moment sehr vage zu sein. Ich würde das gerne jetzt doch nochmal auch in den politischen, in einen anderen Bereich bringen, denn immer wenn man irgendwie besonders irgendwo hingucken soll, hat man das Gefühl, dass die entscheidenden Sachen gerade im Hintergrund trotzdem irgendwie weiterlaufen und man da gar nicht drüber spricht. Also triviales Beispiel, wenn es ein Fußball-Länderspiel gibt, dann wird im Bundestag mal schnell noch irgendeine Abstimmung durchgewunken, die Bevölkerung nicht so mitkriegen soll. Was wird uns im Moment an Konflikten und weltpolitischen Themen eigentlich im Moment nicht so ganz gezeigt und worauf sollten wir achten? Ich weiß, dass du eine sehr globale Perspektive hast. Was ist mit China, was ist mit Russland, worüber sollten wir auch noch nachdenken? Kannst du ein paar Punkte andeuten, damit wir also sozusagen die Fährten aufnehmen können? Ich denke, es gibt das Thema, also eines der wichtigsten Themen, dass man, also wenn man das aus geopolitischer Sicht, dem sich dann ja alle anderen Konflikte zuordnen oder unterordnen, ist tatsächlich der Aufstieg Chinas und damit als zentrales Ereignis davon die neue Seidenstraße. Und das werden wir auch im nächsten, im dritten Jahrtausend machen. Wenn man sich so eine Karte anguckt. Anschalten, eine großartige Sendung. Also manchmal sind wir wirklich gut, ja.
geil, wirklich. Es ist immer so, wenn ich abends in mein Schlafzimmer komme, verbringt meine Frau Zeit, ist sie mit Dirk Pohlmann im Bett und schwärmt für das dritte Jahrtausend und natürlich auch für das Exo-Magazin. Ja, also, Entschuldigung, ich finde ja auch gerade der Robert, deswegen, das war für mich ja diese ganze Thematik. Wir wollen übrigens heiraten, ne, Robert Fleischer und ich. Das hatte ich euch ja dringend angeraten. Ihr versteht euch so gut, dass ich das doch vorschlagen würde, aber deine Frau wird, vielleicht kannst du das als Rache für die dritte Jahrtausend. Dass sie mit dir im Bett war. Ja, genau. Also das ist, ich meine, die... Und ich darf auch den Sven nicht verlassen. Ne? Das solltest du auch nicht. Also es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, es ist so massiv. Also ich habe noch nie so ein Empfinden gehabt in der ganzen Zeit. Ich hatte immer das Gefühl, dass es Streit gibt, aber da gibt es etwas Gutes. Aber es ist wirklich, wie ich gesagt habe, ich habe so das Gefühl, ich laufe hier rum und es ist, ich kann sonst nicht mal mein Land. Ja, das ist nicht mein Land. Ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Ich muss ja auch rumlaufen und immer gucken, dass man durchkommt. Also es hat so einen Casablanca-Effekt, ja, dass man auf das Visum wartet, um irgendwo anders hinzukommen. Ich kenne jetzt auch eine ganze Reihe Leute, die wirklich das Land verlassen haben, ja, die das eine Konsequenz gezogen haben, die ich noch nicht gezogen hatte, wo ich gerade dabei bin. Also zumindest ein Standbein irgendwo anders zu haben. Und dann merkt man das auch so, wenn man in Russland ist oder in Griechenland oder überhaupt, sag ich mal, Südeuropa fängt schon an, wo man einfach merkt, die Leute sind nicht so, ja. Die sind einfach, oder auch in Schweden, da ist es immer. Also die Frage nach der Glückseligkeit ist nicht überall ausradiert worden, sondern es gibt durchaus Menschen, denen das. Es gibt so grundanarchistische Bevölkerung wie die Griechen, da ist der Staat sowieso der Feind, ja, da läuft das alles auf privater Ebene und das hat dann eben den Effekt, dass es so Biotope ermöglicht, in denen man noch überleben kann. Oder die Schweden, die ich so, ich würde die sagen, als den weiblichsten Staat Europas bezeichnen, wo das so wie in eine sozusagen eine gute Mutter die Familie zusammenhält mit immer ausgleichend, nicht wie sozusagen kein männliches Element, sondern so ein einbeziehendes und immer. Also ich mache jetzt eine Triggerwarnung für unsere Zuschauer. Was der Dirk gerade tut, ist, er bemüht Geschlechterstereotypen und beginnt zum Beispiel Frauenverherrlichung. Und ich finde es geil. Ich finde, das ist sozusagen, es ist einfach dieses sozusagen das Weibliche, das Männliche. Ich bestehe darauf, dass es Unterschiede gibt und das ist einer der Gründe, warum sich das Leben lohnt. Ja. Ich will noch kurz auf den Punkt, ich habe dich dann dummerweise unterbrochen. Das wird von mir, von unseren Zuschauern auch immer vorgeworfen, dass ich dem Sven immer ins Wort falle. Jetzt hatte ich mir vorgenommen, das bei dir nicht zu tun, aus Höflichkeitsgründen. Und es ist mir wieder passiert. Wir wollten über das Radiergummi-Corona sprechen und das, was es versucht auszuradieren. Die neue Seidenstraße. Und ich habe das Gefühl, dass wir China, darf ich gerade die Frage noch ein bisschen zuspitzen, dass das China-Bild auch immer sehr perspektivisch ist in den deutschen Medien, indem man immer zeigt, wenn irgendwas ganz schlimm ist und wenn die ganz böse sind und irgendwie gefährlich sind, dann wird da ein Feindbild aufgebaut. Kann diese neue Seidenstraße nicht auch einen großen ökonomischen und kulturellen Impuls ausmachen, der uns möglicherweise neue Perspektiven geben kann? Also muss ich China als Feind sehen oder kann man China nicht auch als Perspektive betrachten? Überhaupt nicht als Feind. Die Seidenstraße hat für alle Seiten Vorteile, insbesondere für die Chinesen. Aber das ist ja sozusagen das Lockmittel, was sie damit haben, ist, dass sie sagen, ihr könnt ja alle von profitieren. Und zwar ausnahmslos. Es wird allen etwas nutzen. Es wird die Rolle von China als wirtschaftliche Weltmacht weiter nach vorne bringen. Es ist also nicht uneigennützig, was aber nichts ist. Selbst die Entwicklungshilfepolitik ist nicht uneigennützig. Und was ich finde, es gibt so viele Absurditäten. Also es gibt zum Beispiel diese doch sehr plumpe, ich rieche auch den Rassismus in den Äußerungen gegenüber China, also sozusagen diese Vorstellung des Ameisenstaates mit seinem hinterhältigen Präsidenten Xi Jinping, wo es ja eine ziemlich üble Arte-Doku zu gab, auf die ich auch öfters angesprochen worden bin, auch im Familienkreis schon. Also das nicht erfassen wollen, dass es sich um eine andere, es ist ein Zivilisationsstaat, wie man das im Englischen nennt, eine andere Kultur hat, von der wir herzlich wenig wissen. Wir wissen sehr, sehr wenig von und über China. Wir können das schlecht einschätzen. Die Reaktion darauf ist nicht Neugierde. Und dann ist es eigentlich noch skurriler. Es gibt ja durchaus ein Interesse in der deutschen Wirtschaft, sich mit China sehr genau zu beschäftigen, die auch, ich sehe es gerade nicht, weil ich was davor habe. Ah, okay. Ja, einmal ist es die Kultur, dann haben wir wirtschaftliche Interessen. Die deutschen Interessen sind, wenn man es genau nimmt,
wären, wenn man das rein aus der wirtschaftlichen Interessenrichtung wäre, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der USA, der sozusagen abgeschwächt wird, und China, das verstärkt wird, wäre die vernünftige Variante. Und was wir Russland? Russland ist ja durch diesen Unterschied, dadurch, dass die Amerikaner von Charles Krauthammer diesen berühmten Aufsatz 91, glaube ich, the unipolar moment, also der unipolare Moment. Wir sind jetzt die einzigen, wir sind der einzige Herrscher auf der Welt. Das haben die Russen und die Chinesen haben immer davon gesprochen, das ist eine multipolare Welt. De facto ist es eine. Wir haben eine absinkende Weltmacht USA, die versucht, den Eindruck zu erwecken, als wenn sie das noch überall schafft. Militärisch schaffen sie gar nichts mehr. Seit sie überall, wo sie angetreten sind, haben sie kräftig einen auf den Hut bekommen. Das beste Beispiel ist ja Afghanistan, wo man, um die Taliban zu bekämpfen, 20 Jahre Krieg gegen die Taliban geführt hat, um die Taliban wieder als einzusetzen, als Regierungsform jetzt. Also, aber die Bundeswehr hat immerhin sehr viel für die Wasserversorgung im ländlichen Raum getan. Wir haben Brunnen gebohrt. Da könnte ja das technische Hilfswerk eine große übernehmen. Erfolgsgeschichte der deutschen militärischen Außenpolitik. Nein, nee, überhaupt Ironie nicht, aus. Ich weiß doch. Ich kenne sogar Bundeswehrleute. Ich lege großen Wert darauf, Kontakte in alle möglichen Bereiche zu haben. Und die Bundeswehr war sehr darüber, hat gesagt, wir sind keine Brunnenbohrer. Wir laufen mit Gewehren rum. Also unsere Aufgabe wieder, die Aufgabe von der Bundeswehr ist nicht, Brunnen zu bohren, sondern dafür haben wir andere Leute. Und man könnte sagen, wir haben das sehr gut gemacht, 70 Jahre lang. Übrigens auch gibt es da nicht einen verfassungsmäßigen Auftrag der Landesverteidigung? War das nicht mal der Sinn der Bundeswehr? Ich kenne mich da nicht so gut aus wie du, aber das war so mein Kenntnisstand. Natürlich. Und vor allen Dingen ist Militär ist Militär ist Militär. Die sollen auch entsprechend agieren. Sie sollen entsprechend denken. Sie sollen entsprechend in vorbereitet sein. Sie sollen ausgestattet sein. Ja. Und wir sollen aber alle sollen das arbeiten, tun, was sie als Parlamentsarmee im Verfassungsauftrag, ja genau, eben. ein bisschen eine Perspektive noch, bevor wir zum persönlichen Teil gehen, noch ausführen, weil ja. Es gibt also sozusagen, ich habe gesagt, die reale Situation ist, China steigt auf, das wirtschaftliche Denken, also die deutschen Interessen, sowohl geostrategisch als auch wirtschaftlich sagen, wir müssen unsere Position zwischen USA und China, da hattest du den Einwand Russland, ich würde Russland, China, übrigens auch Iran gehört jetzt mit dazu, das ist eine Gruppe, die gemeinschaftlich sich emanzipierend von der amerikanischen Vormacht, die sie in unterschiedlicher Weise als Missbrauch erlebt haben, sozusagen jetzt sagen, okay, nicht nie wieder, ja, sich in allen Bereichen unabhängig machen. Und dann gibt es die Absurdität, dass unser Medienkaste, die ist sozusagen angedockt an das NATO-amerikanische Propagandanarrativ. Die sind noch kann nicht. Kann ich belegen, die Studie von Uwe Krüger, der gezeigt hat, dass eben die Edelfedern der Leitmedien tatsächlich sowas wie eine Presseabteilung der NATO sind? Ne? Das ist sozusagen an vielen Bereichen, also wenn sie denn kapitalistisch sortiert wären, ja, dann würden sie ja die Interessen der deutschen Wirtschaft, und die sind dadurch, dass sie Realinteressen sind, also realpolitische immer auch ausdrücken, wäre das sehr viel vernünftiger. Aber sie sind wirklich ideologisiert unterwegs. Und wenn ich dann Marschall da vom Tagesspiegel und sowas, da kann ich, also ich brauche die Namen nicht alle, Süddeutsche, das ist, man sieht ja sozusagen, die Leute sind, und das ist sozialisiert über diese Thinktanks und über diese Elitenförderung in diesem Bereich. Das ist eine Suppe. Das ist das große Problem im Journalismus, ist, dass man es mit einer, auf der einen Seite jetzt mittlerweile mit, es waren schon immer sozusagen eher links geprägt, würde ich aber nicht als Problem sehen, wenn es so eine Underdog-Fairness-Perspektive hat. Aber das in dem oberen Bereich, das ist ja das, was ich erlebt habe, auch im ZDF. Ich konnte also meine Sachen machen, die quasi explorativ waren. Ich habe ja als Detektiv gearbeitet und nicht als Aktivist. Also das erste war, Sachen rauszukriegen. Ich habe auch durchaus unterschiedliche, aber als es dann kollidierte mit dem Narrativ, also mit diesem von oben angestrebten Narrativ, das heißt, wo dann es Gespräche gibt zwischen Botschaftern, dem Kanzleramt und der Intendanz im ZDF, und das geht dann an den Chefredakteur. Solche Gespräche gibt es. Natürlich gibt es die. Ja, also ich habe ja zum Beispiel eine von den Sachen, wo mir das gesteckt wurde, war, als ich die Doku gemacht habe, Israel und die Bombe. Da war das schon so, weil es geht ja darum, auch welche Rolle die Bundesrepublik Deutschland dabei hat, ob sie selber vorhatte, Atommacht zu sein. Das sind alles extrem interessante Sachen. Und das komme ich jetzt nochmal zurück auf diese, wenn wir sagen, die Seidenstraße. Dann müsste eigentlich, wenn man darüber redet, müsste ganz oft die Seidenstraße vorkommen und müsste sagen, das ist die Situation,
Situation und dann müsste ja die Medien hätten ja die Aufgabe, die Interessenlagen der Politik, die Interessenlagen dieser Einbindung in militärische Bündnisse den Zuschauer zu erklären, aber nicht im Sinne, ich beeinflusse dich, dass du das gut findest, sondern ihm zu sagen, das ist jetzt die Lage. Das macht zum Beispiel Arte mit seiner wunderbaren Sendung Hinter den Karten. Da kriegt man sowas wie ein Briefing über Geopolitik, wo man, also Französisch ist sehr didaktisch, fast wie eine kleine Vorlesung, ja, aber auf einem hohen Informationsniveau. Sowas haben wir aber gar nicht. Bei uns würde automatisch geguckt werden, was richtig ist. Ich kann vielleicht mal eine kleine Anekdote, weil ich gerade geschnitten habe gerne. Mit einem Cutter. Der hat mir, das ist nicht von mir, das war jetzt frisch, der hat gesagt, die haben da haben eine Sendung gemacht und da ging es um Ladendiebstahl. Und dann haben sie mit versteckter Kamera gefilmt und dann war das so, hat er gesagt, okay, 70% von den Ladendiebstählen waren Leute mit Migrationshintergrund, ziemlich viele aus dem rumänischen Sinti-Roma-Milieu, wo Kinder dazu angehalten wurden. Jetzt war man da, war ihm das alles nicht so recht im Schneideraum. Das war ungefähr, sagt er, ungefähr 70-30 und dann sagte der Autor, machen wir 50-50, damit das nicht so sozusagen so rüberkommt. Und das haben sie dann gemacht. Und dann kam der Redaktionsleiter und der sagte, oh, das tut aber weh, das müssen wir ein bisschen, nehmen wir mehr Deutsche, sozusagen zeigen wir mehr Deutsche. Und dann kam es nochmal von der Chefredaktion. Am Ende war es so, dass es 10-1 war. Ja, und jetzt könnte man sich ja darüber unterhalten, wenn man Statistiken hat, mit allen Unterschieden, ob die jetzt stimmen oder nicht, könnte man sagen, ich gleiche das daran ab, wie die reale Kriminalstatistik ist, damit ich nicht meine Stichprobe verfälschend benutze, um ein falsches Bild. Aber hier ist nach dem Bauchgefühl von Leuten, nach ihren politischen Überzeugungen abgeglichen worden. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist, man glaubt, man tut was Gutes, ja, weil man dann sagt, ich unterstütze doch jetzt nicht Leute, die dann nachher AfD wählen. Das ist übrigens ein Standardargument mittlerweile, dass man aufpassen muss. Was ja in der Demokratie etwas sehr Erschütterliches ist, wenn Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen in unzulässiger Weise, indem sie unerwünschte Parteien wählen. Ja, das ist ja. Wäre, sag ich mal, für eine Ethik wäre das so in dem Moment, wo die Bevölkerung abgestimmt hat. Die Bevölkerung ist der Souverän, ja. Eben. Wenn die abgestimmt hat und die haben die gewählt, dann hat man sie in der Wahlrunde auch mit reinzunehmen. Eben. Ich muss sie dann auch nicht gut finden und ich werde auch, wenn ich ein Interview mache, aber auch das sozusagen, da gibt es so verschiedene Benehmregeln, ja. Wenn also jemand aus, wenn Angela Merkel interviewt wird, ist das doch sehr verständnisvoll, Obrigkeit staatlich von unten nach oben guckend. Und wenn Alice Weidel dann wird da ist, dann wird als erstes klar gemacht, dass man sie nicht gut findet und dass man zu dieser richtigen Kirche gehört und dass man die schärfstmögliche Verurteilung von ihr abgegeben hat, aber nicht durch eine kluge Frage oder dass man sie versucht, dass sie sich selber demaskiert, sondern das ist schon so, das ist so ein Fall, wo man hinguckt, da bin ich jetzt, kein Fan davon, aber dann kommt mein Fair-Play-Gefühl, ja, kommt genau. Dann und sagt mir, genau. Hör mal, das geht doch nicht, was ihr da macht, ja. Und ich würde sagen, es ist nicht nur das Fair-Play-Gefühl, sondern ich denke, selbst wenn es das Gute ist, mit dem man sich da gemein macht oder das man versucht herzustellen, ist erstmal der Gedanke des Journalismus ja nicht Realität zu schaffen, sondern irgendwie, wenn auch perspektivisch, Realität abzubilden. Das ist schon zweierlei, ne? Und ich würde sagen, kein einziges Ziel kann so gut sein, dass man das Gut oder das Leitprinzip des Journalismus selbst, nämlich die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in diese Glaubwürdigkeit beschädigt. Mhm. Denn das ist ein viel höherer Schaden, der entsteht, als wenn jetzt jemand mal irgendwie, wenn es überhaupt ein Schaden ist, die AfD wählt. Ich denke, im Rahmen einer Demokratie ist es ja gestattet, dass man unterschiedliche Auffassungen vertritt. Ich möchte jetzt, wenn ich darf und du den China-Punkt gemacht hast, sonst tatsächlich einen kleinen Ausblick von dir warten. Ich hasse das selber, wenn ich in Diskussion bin und man mich fragt, na, wie geht's weiter? Und ich sage dann, meine Glaskugel habe ich nicht dabei, aber es zeichnen sich Tendenzen ab. Was sind deine Befürchtungen? Was sind deine Hoffnungen für die Weiterentwicklung in Deutschland auf der Basis der Analysen, die wir gemacht haben? Und vielleicht dann in einem zweiten Schritt, was könnten wir von der globalen Entwicklung erwarten oder was müssen wir befürchten? Also vielleicht erstmal Deutschland, gibt es eine Impfpflicht, wird die Gesellschaft weiter auseinanderreißen, laufen wir in eine wirtschaftliche Katastrophe hinein, wird die neue Regierung neue Impulse setzen, die wieder die Glückseligkeit für die Menschen in greifbare Nähe rücken wird? Ja, besonders Letzteres, glaube ich. Ja, all das. Ja. Entschuldigung. Ja, das ist, es geht in eine falsche Richtung und das hängt damit zusammen auch, dass die
das Nachdenken über das, was es nicht gibt, also den Nirgendort, das heißt ja Utopie, Utopos, also der Ort, den es nicht gibt. Mehr bedeutet es erstmal nicht, als sich über etwas Gedanken zu machen, was es nicht gibt. Hat bei uns sozusagen so eine psychiatrische Komponente mittlerweile in der Diskussion, aber wenn man jetzt sieht, was Klaus Schwab macht, ist genau diese oligarchische Utopie mithilfe von ausgebildeten Leuten, der holt dann Philosophen, Künstler zusammen und will nicht nur The Great Reset, sondern The Great Narrative auch machen. Er will das so gut verpacken, dass wir alle seinen Köder mit Leine und mit Schwimmer gleich schlucken und sozusagen dann an dieser Stelle dort mitmachen. Vielleicht glaubt er auch, dass das gut ist, ich weiß es nicht. Ich habe so einen Maschinenwesen-Eindruck von ihm, wenn ich ihm zugucke. Aber das ist, also das, der Ausblick, den ich habe, ist einer, dass die Demokratie in die westlichen Demokratien glauben nicht mehr an ihre eigenen Prinzipien. Sie sind übergegangen zu einer Form von Regierungshandeln mit Spin-Doktoren, wo es um Cleverness geht, nicht mehr um den Appell an die Einsicht und an das Gute im weitesten Sinne, sondern es ist, wer ist in der Lage, sich durchzusetzen? Es hat so eine Komponente, die keinen Wertehorizont mehr habt. Also gibt ja bei Thomas von Aquin auch Rückblicken auf Aristoteles dieses, dass Klugheit die Erkenntnis des Guten ist. Und daneben gibt es eine operative Klugheit, juristische Klugheit, die ein anderes Wort hat, die sogar ein anderes Wort besitzt. Und das war für mich so eine Sache in Philosophie, die mich damals extrem beeindruckt hat, weil jetzt mal unabhängig von allem anderen, ich will das nicht so bildungsbürgerlich sicherlich sesselmäßig machen, was aber auch gar nicht mehr so schlecht ist, aber viel besser finde als vor 40 Jahren. Ja, aber das ist einfach, dass man sozusagen sagt, aber da muss es doch, man muss doch versuchen gemeinsam oder man muss versuchen an eine allgemeine, an etwas Überindividuelles, an du kannst es auch Patriotismus nennen, du kannst es gemeinsam nennen, du kannst es, dass man irgendwie an die anderen mitdenkt, dass man Teil einer Gruppe ist, dass man Teil der Sippe, Teil des Stammes ist und eben der Menschheitsfamilie, den Begriff finde ich sehr schön von Daniele Ganser, dass uns klar ist, wir sind da eigentlich sozusagen eine Art auf einer Murmel. Das wäre gut, aber stattdessen geht es darum, wer schafft es mit den niederträchtigsten Methoden notfalls, Erfolg ist als Maßstab ausreichend, sich durchzusetzen. Und das ist etwas, was ich immer stärker sehe. Ich sehe, dass die Medien eben sozusagen nicht so ein Charakter von Fairness erkennt man immer daran, dass Moment, wir halten jetzt mal an die Regeln und das gilt jetzt, der kann jetzt hier passieren, ja? Oder wenn es eben griechisch ist, dass man sagt, lass ihn mal durch, ja? Oder wenn es russisch ist, das ist dann, oh, das war ein schönes Kind, geh mal. Also das ist sozusagen dieses Fünfe gerade sein lassen, das ist ne, es ist digital, es ist erbarmungslos und es ist verlogen. Und da sehe ich keinen anderen, ich sehe nichts, was dem entgegenspricht. Das ist diese Härte, die du gesagt hast in dieser Aussage von der Landesmedienanstalt, die nicht sagen, gefällt mir irgendwie, also kein Empfinden von Unwohlsein, wenn man Leute abschaltet. Ich meine, das ist ja RT, so ein Beispiel. Die Deutsche Welle sendet da munter vor sich hin und ruft zu Demonstrationen auf in Russland gegen Putin. Und bei uns wird RT abgeschaltet und am nächsten Tag reden die darüber, dass die Pressefreiheit in Russland in Gefahr ist. Ja, die Ironie ist ja nicht mehr, also das ist ja grotesk und wir sind auch leider. Doppelmoral hält besser, ne? Eine Moral für mich, eine für die anderen. Das ist damit kann man weiterkommen und ich denke, also wenn ich es zusammenfassen darf, hören wir hier eine sozusagen kulturelle Enthemmung im Hinblick auf Wertorientierung und auch rechtsstaatliche Regularien. Ja. Wir hören Egoismus, Konkurrenz, wir hören den Willen zur Macht, wir hören eine instrumentelle Vernunft, also eine Vernunft, die sich zum Mittel für alles macht, was nicht unbedingt das Gute sein muss, sondern die alle Zwecke anstrebt, die zu technischen Mitteln greift, die auch die Machtmittel der Massenmedien und auch der digitalen Medien nutzt, die auch zu Überwachung Kriterien greift. Eine sehr dystopische Perspektive, aber du sagst, es kann ja der Gedanke der Utopie auch wiederbelebt werden, indem wir selber sagen, diesen Nichtort, den möchten wir selber mal bespielen und uns was ausdenken. Ich frage jetzt mal ganz konkret, glaubst du, dass eine Impfpflicht kommen wird? Nein, ich glaube, dass das nicht mehr durchsetzbar ist, weil zum einen
Omikron ja eine Variante ist, die extrem ansteckend und sehr harmlos ist. Das kann man ja zum Beispiel in Südafrika, hat eine andere Altersstruktur, brauchen wir alles nicht in die Einzelheiten gehen, aber man kann die grobe Kursrichtung, ja, die ja zum Navigieren meistens reicht, also 10 Grad genau ist genug. Ja. Das kann man sehen, dass das da ist. Und das außerdem sehe ich, dass der Anteil der Leute, die sich doch veräppelt vorkommen, die zweimal geimpft sind und die jetzt sagen, ich habe das doch mitgemacht, damit das vorbei ist. Und man hat uns gesagt, wenn ihr alle brav seid, dann gibt's wieder ein Eis, so ungefähr. Ja. Und es gibt kein Eis. Es gibt die weitere Ankündigung, dass 2, 3, 4 Mal, wir haben das Problem, was passiert denn mit dem Immunsystem und so weiter. Immer mehr Leute kennen Leute aus ihrem Bekanntenkreis, die Impfschäden abgekriegt haben und wo man gemerkt hat, da ist aber gar nicht so der Drang da, das zu melden oder das öffentlich zu machen, sondern das soll so unter der Decke bleiben, wenn da so etwas ist. Das heißt, das persönliche quasi statistische Erleben von der Situation, die ja so aussieht, dass die Impfungen nicht wirklich funktionieren, die Maßnahmen aber immer härter dagegen durchgesetzt werden, so nach dem Motto, erst wenn der letzte Deutsche geimpft ist, das ist so, also muss ich nicht weiter, haben vorhin schon drüber geredet. Das führt dazu, dass der Anteil der zweifelnden und genervten Bürger größer wird. Und ich glaube, was ich gestern gesehen habe von Dresden, hat mir jemand geschickt, so ein Rundumbild von der Demonstration und soweit das Auge reicht, Blaulicht. Das ist dann sozusagen die Psychose von dem Ministerpräsidenten Kretschmer, der jetzt glaubt, mit staatlicher Gewalt das irgendwie noch einordnen zu können. Aber da gibt es doch, und ich war in Frankfurt, ich habe mich mit einem ehemaligen Studienkollegen getroffen, da kam gerade die Demonstration durchs Bankenviertel und der sagte, letzte Woche oder vor 2 Wochen waren das hier irgendwie 200 bis 500 Leute und das waren 11 Minuten, als die an uns vorbeizogen. Ich habe es gestoppt. Mhm. Und dann sieht man, da passiert was. Deswegen glaube ich, dass die sozusagen, das ist mein Empfinden wenigstens, es ist in gewisser Weise auch meine Hoffnung, dass das nicht mehr, es greift nicht mehr. Das heißt, diese Drohung und das Versprechen, folgt uns, wir wissen, wo es lang geht, folgt uns und die Sache wird wieder normal. Da begreifen immer mehr Leute, es wird gar nichts normal. Es wird so, die haben sich in dieser schrägen Machtausübung, indem sie den Leuten Vorschriften machen können. Es geht um Macht, ja, es geht ums Gehorchen, es geht, dass es durchgesetzt werden soll. Da sind immer mehr Leute, die zumindest doch in Zweifel geraten. Und das macht mir jetzt Hoffnung. Es ist also praktisch dieses auf den Tisch hauen und sagen, Reality Check, please. Mhm. Das Realitätsprinzip selber klopft nochmal an und fragt, Entschuldigung, was ist eigentlich mit dem ganzen Kram? Ich glaube, wir haben so einen Zusammenbruch der Narrative, das steht an. Und was dann passieren könnte, ist, dass den Leuten vielleicht auch wieder bewusst wird, dass Macht in einer Demokratie verliehene Macht ist. Ja. Dass die Menschen, die gerade die Macht haben, sie von uns auf Zeit in die Hände bekommen haben und dass wir ihnen die auch jederzeit entziehen können. Das gibt mir Hoffnung. Jetzt habe ich aber gerade auf die Uhr geguckt, möchte deinen Beitrag jetzt nicht abschneiden. Okay. Aber natürlich habe ich unseren Zuschauern versprochen, dass wir auch noch persönlich reden. Aber wenn du kurz noch deinen Gedanken loswerden willst, ich würde gerne ist gut. Okay. Also das gut. Sonst wir machen das einfach nochmal. Ja. Ich habe es ja schon gesagt, es ist unerschöpflich, mit dir zu sprechen. Ich habe gedacht, wie komme ich dem Menschen näher, ohne irgendwie sozusagen dich zu einem Seelenstriptease zu bringen? Und ich habe, wir haben im Vorgespräch über Kinderbücher gelesen, die wir gelesen haben. Und ich wollte dich mal fragen, wie der kleine Dirk Pohlmann in seinem Kinderzimmer saß und Science Fiction gelesen hat. Und zwar würde ich interessieren gerne, was du gelesen hast, aber dann möchte ich nicht jetzt den klugen, erwachsenen Dirk Pohlmann über diese Bücher reden hören, das vielleicht später, sondern was das mit der Fantasie und dem Seelenleben des jungen Dirk Pohlmann angefangen hat. Und dann würde ich vielleicht auch ein bisschen gern von mir erzählen, wie das war. Und dann können wir mal abgleichen, was eigentlich diese Form von Literatur mit uns angestellt hat in der Zeit. Was hast du gelesen und was ist dir dabei durch den Kopf gegangen? Ja, ich habe so von einem Schulfreund, der hatte irgendwie Verwandtschaft in der DDR, glaube ich. Die haben immer sehr günstige Geschenke gemacht. Und das waren Bücher aus der DDR. Und da gab es auch Science Fiction, die ich gekriegt habe. Bei einem weiß ich den Titel gar nicht. War eine große Rakete drauf, so mit, wie das halt in 50er Jahren aussah. Dann hatte ich so ein Buch über Astronomie. Da waren ganz viele Bilder drin, 60er Jahre, wie das im Jahr 2000 aussieht. Und da war der Mond bewohnt und es gab Städte unter Wasser und da liefen immer so Astronauten auf der Erde, auf dem Mond rum und auf dem Mars. Und ich habe ja die ganze Raumfahrt mitgemacht. Das sind einige meiner ersten Erinnerungen, ist diese Gemini-Kapseln, die so ein Rendezvous hatten,
mit so einer Goldfolie hinten, schwarz-weiß, blaue Murmel, Gold, was mich... Mitgemacht war, heißt aber nicht, du warst an Bord, sondern du hast das in den Medien verfolgt. Ich war natürlich an Bord. Ne? Also, nein, das hat mich ungeheuer beeindruckt. Und ich habe immer auf dem Rücken liegend unter meinem Kinderschreibtisch im Zimmer, habe ich Astronaut gespielt, der sozusagen in der Kapsel hochgeschossen wird. Das heißt, das war ja die Zeit, wo wir... Ich glaube, alle dachten, dass mit der Raumfahrt ein neues Zeitalter anbricht, mit so einem Ausblick, dass man vernünftig miteinander umgehen wird. Ja, wir werden das war doch immer was Doppeltes. Es war immer eine technologische Utopie oder eine Vision. Das heißt, man hat die technischen Möglichkeiten, die sich in der Gegenwart abgezeichnet haben, ein bisschen in die Zukunft hineingerechnet. Mhm. Das hat mich total begeistert. Isaac Asimov hat mal unterschieden zwischen Science Fiction und Fantasy und hat gesagt, ja, Fantasy ist das, was, beziehungsweise Science Fiction ist das, was auf der Basis eines technischen Fortschrittes möglich ist. Mhm. Und Fantasy ist etwas, was sozusagen nur in der Fantasie der Menschen möglich ist. Und dieses Ausdehnen und das Expandieren der Technik in die Zukunft war immer mit einem Fortschrittsglauben verbunden, dass man sagt, naja, die Probleme von heute sind nicht lösbar, aber der technische Fortschritt wird dazu führen, dass wir sie lösen. Und das war nie als nur technische Utopie gedacht, sondern immer auch als soziale und gesellschaftliche Utopie, dass die Lebensverhältnisse sich auch bessern können durch den technischen Fortschritt. Und das Aufbrechen in den Raum war auch sozusagen der Aufbruch zu neuen Möglichkeiten friedlicheren Menschseins. Also so habe ich das damals wahrgenommen. Ne? Und unbedingt. Das war ganz starkes, wirklich Utopie ja auch, nirgendort wieder. Also das heißt in die Zukunft und da durfte man drüber Gedanken machen und das war in der Schicht, in der ich aufgewachsen bin. Ich hatte waren ja sozusagen viele Ingenieure dabei. Das war ein Onkel von mir, der da sehr belesen war. Das war damals ja nicht so hoch angesehen, Science Fiction, ja, obwohl es... war so ein bisschen schmuddelig, weil die Cover, genau. Die waren auch nicht so edel, ne, genau. Ja, und das war, und das waren Taschenbücher und so, ja. Und das war, also der Bildungsbürger las etwas anderes, ja, aber mein Onkel war, den habe ich sehr gemocht und der hat mir so Bücher gegeben, hat auch mal gesagt, das lohnt sich und ich habe die ja gerne gelesen und ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Das eine ist tatsächlich die Zeitmaschine, die ich gelesen habe, wo das Buch anders ist als der Film. Der Film Wells, ist gut, ne? Aber ja, H.G. Wells, und das ist, ich habe dann Wells ist ein sehr sozialreformerisch bis kommunistisch. Er war für die Anfang, also in der Zeit der russischen Revolution war ja an den Unis, sein Anteil der Kommunisten dürfte bei 90% gelegen haben, insbesondere bei Naturwissenschaftlern, weil es einfach die Hoffnung auf etwas Neues, auf eine neue Gesellschaft war, die dann mit Stalin, das war es bei Wells auch, dann sich wandelte. Und das Buch ist ja ganz anders. Das fängt an, dass er erstmal ganz weit in die Zukunft ist. Ich kann mich daran erinnern, diese Beschreibung, also quasi ein Wüstenplanet mit einer dicken roten Sonne und dann gibt es irgendwelche komischen Wesen. Er ist dann 30, 40, 50, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen Jahre in der Zukunft. Also das ist einfach nicht sehr naturwissenschaftlich, sondern einfach der eigentliche Zustand, der in ein paar Milliarden Jahren vielleicht eintreten wird. Also dass die Sonne so expandiert. Dann geht er nochmal weiter und es gibt also keine Menschen mehr und dann geht er zurück. Und diese Beschreibung von den Morlocks und Eloy, das hat mich ungeheuer beeindruckt. Das war so, früher war ja so ein Horrorelement von diesen, dass da oben diese Eloy rumlaufen, wo mich dann auch der Film, da finde ich den Film extrem gelungen, ja, wo das, das war ja seine Vorstellung von der englischen Unterschicht, wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Also das habe ich nicht gewusst, aber ich habe es, ich sag mal, gespürt. Und dann gab es tatsächlich, das ist aber nicht mehr Kind, das war so 14, dann habe ich angefangen, weil mein Bruder Stanislaw Lem las, habe ich Kurzgeschichten von Lem gelesen und war vollkommen hin und weg. Und dann gab es, ich will jetzt aber nicht sozusagen, dass ich früh so die Qualität erkannt habe. Lem waren zum Beispiel, habe ich in der Schule vorgeschlagen, blöderweise im Englischunterricht, da ist er als Pole. Ich hatte es in Englisch sozusagen bekommen und habe es dann sozusagen mühsam, The Invincible war das, hatte ich in Englisch gelesen, das war später. Aber es gab auch noch ein, das war ein Buch, hat ein grottiges Cover, ich habe es mir vor kurzem wieder besorgt, weil ich es so geliebt habe, Der Schlüssel zur Sternmacht, ist bestimmt in der Gruppe der zu Recht in Vergessenheit geratenen Büchern auf Platz 12 oder sowas, ja, nichts Großes, hat mich aber damals extrem beeindruckt, weil da gab es die Anfangssequenz ist, dass jemand in einem havarierten Raumschiff aufwacht, ist auf dem Planeten und da gibt es so eine Eidechse und mit der kann er telepathisch, die kommt in seinen Kopf und sie verständigen sich und die Eidechse begleitet ihn dann. Das nach dieser Art Freundschaft. Ich bin dann wirklich bei uns ins Feld und habe Eidechsen gefangen und war dann, habe so gedacht, ich möchte auch so eine Eidechse. Also weil die andere Kinder gerne einen Hund gehabt hätten, hätte ich gern so eine telepathische Eidechse gehabt, habe mich dann angefangen, mich für Eidechsen zu interessieren. Aber diese
diese Erweiterung da drauf, also diese Vorstellung von Telepathie, ja, das war für mich wow. Oh, darf ich dazu auch eine Geschichte erzählen? Klar. Das fügt sich ganz klar auch in meine Seelenlage ein. Der kleine Matthias, der auch Astronaut gespielt hat mit so einem komischen Bauarbeiterhelm und natürlich dann David Bowie und Kraftwerk und diese ganzen Sachen. Also dieses Gefühl, ich komme aus so einer Enge, ich bin auf dem Dorf ausgewachsen, also meine Eltern hatten da den freien Geist und trotzdem waren das enge Verhältnisse, aber es waren auch geborgene Verhältnisse. Und natürlich irgendwie das Aufbrechen in die Weite war die Faszination der Fremde, aber auch die Hoffnung, einen Vertrauten zu finden. Ich habe ein Buch gelesen, das habe ich jetzt auch wiederentdeckt, ein deutsches Buch, Sein großer Freund aus dem All. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Handelt von einem kleinen Jungen, der in seiner Klasse keine große Rolle spielt und auf einem Campingplatz in den Ferien einen Alien kennenlernt, der ihn mit Kraft und Technologie irgendwie versorgt und ihm dieses Gefühl von Geborgenheit in der Fremde, durch das Fremde, in der Freundlichkeit und der Entfaltung seiner Verantwortung. Also es war eine Art Bildungsroman gewissermaßen. Mhm. Und was mich dann auch noch berührt hat oder wo ich mich auch ein bisschen erschrocken habe vor mir selbst, ist, dass dieser Gedanke der Machbarkeit, ich habe ja gerade über diesen Fortschrittsgedanken gesprochen, der irgendwie auch so ganz viel Hoffnung und Optimismus verbreitet hat, andererseits auch so das Hinnehmen von Grenzen schwierig erscheinen ließ. Und das bezog sich ja nicht nur auf die Technik, sondern auf den Menschen selbst. Es gab ja auch immer die Vision, dass für diese neue Zukunft auch ein neuer Mensch her muss. Und ich habe selber ein Geschichtsfragment von mir gefunden, das ich mit 12 oder 13 geschrieben habe, ich von einem Menschenzüchtungsexperiment geschrieben habe, wo also die Kinder den Eltern weggenommen wurden. Vielleicht, weiß ich nicht, meine Mama guckt jetzt wahrscheinlich zu, ich hab dich lieb, Mama, ich wollte nicht von euch weggenommen werden. Aber irgendwie so diese Idee, dass man sozusagen die Einflüsse der Tradition unterbindet und den Menschen irgendwie in einer Art intellektuellen Neuorientierung ein neues Lebensmodell nahebringt. Und das sind natürlich auch Allmachtsfantasien, die im sozialtechnologischen Raum nicht nur im Science-Fiction geschrieben wurden, sondern eben jetzt auch im Bereich der Medienpropaganda, im Bereich der Kontrolle der Bevölkerung durch Drogen, durch viele andere Substanzen eine große Rolle gespielt hat, MK-Ultra-Programme und so weiter. Und da habe ich mich erschrocken, der Dreck in der Luft lag und durch meine Feder in ein altes Schulheft geflossen ist. Entschuldigung, jetzt mache ich auch einen Punkt. Ich habe ein sehr gutes Beispiel dafür, weil das ist erstmal, du hast wahrscheinlich Allmachtsfantasien, ja, aber sozusagen mit so einer... Aber die lagen in der Luft in der Zeit. Ne? Also auch was Kindliches da drin sozusagen, dass man als Kind ja seine in einer konstanten Situation der Ohnmacht lebt und deswegen auch diese ganzen Figuren, also Tom und Jerry. Ich habe mal so einen Comic gezeichnet mit einer Katze, die im Flugzeug dann quasi einen Hund beschießt, der ihn immer den Weg streitig macht. Also ich kann mich wehren und ich kann mir das vorstellen, dass ich mich wehren kann. Aber es gibt tatsächlich ein Science-Fiction. Kennst du Der rote Planet von Bogdanov? Nee, das empfehle ich dir dann. Das ist Der rote Planet ist 1907, glaube ich, geschrieben oder sowas. Der Bogdanov war Kommunist, Bolschewist und hat beschrieben, der rote Planet ist der Mars und auf dem Mars gibt es bereits eine Zivilisation, die kommunistisch ist. Und denn erstaunlicherweise gibt es da keine großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also er lernt die kennen, es gibt eine Liebesgeschichte, mehrere Liebesgeschichten. Und das ist, als er erfährt, dass die Person, mit der er zusammen ist, in Wirklichkeit eine Frau ist. Das weiß er aber nicht so genau. Die sehen auch nicht so unterschiedlich aus. Und dann wird beschrieben, also wie quasi auf der sozusagen wie in so Fraktionskämpfen, wie das dann scheitert. Und es geht einmal zurück zur Erde und einmal wieder hin. Und dieses Buch war der Bogdanov, Majakowski hieß der, glaube ich, oder Malinowski, Malinowski, glaube ich, hieß er wirklich. Das Buch hat so eine Wirkung gehabt, dass Lenin dagegen ein philosophisches, kommunistisches Traktat geschrieben hat. Oh. Gegen diesen Science-Fiction. Ich habe den Titel nicht, also das ist irgendeine Abirrung aus dem wahren kommunistischen Glauben, da sind wir wieder, ja, mit diesem religiösen Fanatismus, den wir vorhin besprochen haben. Und der ist dann dieser Mann, der hoch bei den Bolschewisten war, ist aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen worden. Dieses Buch ist faszinierend und ich bin gerade am Sammeln für eine Bekannte, der ich das schicken will. Es gibt noch ein weiteres Buch, wo das ist Science Fiction, aber es ist kein Roman, wo die versucht haben, die Vorstellung der Auferstehung im Fleische, also Christus kommt zurück und die Menschen kommen aus ihren Gräbern, was wir aus in der Persiflage quasi aus allen Zombie-Filmen kommt. Aber diese Vorstellung haben tatsächlich auch die Kommunisten vertreten, dass sie mit der Wissenschaft, die sie ja beherrschen, in der Lage sein werden, alle Menschen, die bereits gestorben sind und in den Gräbern wieder zu erstehen lassen, also lebendig, diesmal nicht über religiöse
Erweckung, sondern über materialistische Naturwissenschaft. Also du siehst, dass diese Vorstellung von einer, wobei das der rote Planet ist wirklich lesenswert und das ist auch nicht böse. Das ist sozusagen nicht, du riechst nicht den totalitären stalinistischen Gulaggeist dadurch, sondern was sehr Humanistisches und auch was sehr Selbstkritisches. Und das kommt dann eben, also das liegt ja da drin und das ist etwas, was uns fehlt. Uns fehlt, das machen wir im nächsten Jahr in Free 21, werden in jeder Ausgabe ein Thema Utopie, das kann von eigenem Garten sich selber ernähren, also Food Forest Abundance ist das, über Öcalan, der als Terrorist, das macht der Professor Mayen, hat einen Artikel, wo ich total überrascht war, den kannte ich nur als Terroristen, der ein wunderbares dreibändiges Werk geschrieben hat über eine zukünftige Gesellschaft, also den Mann habe ich sehr unterschätzt bisher, muss ich sagen, also nicht Professor Mayen, den wahrscheinlich auch, aber Öcalan, und wir werden uns damit sozusagen, dass wir dem entgegensetzen, dass wir wissen, und eigentlich darum geht es ja, dass wir uns ermächtigen, diesen Leuten, die uns konstant Vorschriften machen, zu sagen, wir stehen aber als freie Menschen dagegen und wir lassen uns nicht unterdrücken, wir lassen uns nicht bevormunden und wir werden auch dieses Freundliche, also dieses Freundliche in der Gesellschaft, werden wir uns zurückholen. Ich schreibe jetzt gerade ein kleines Essay, inspiriert von Dirk Fleck, dessen Geschichten mir immer sehr gut gefallen. Es gibt so ein Kindergedicht von Christian Morgenstern. Kennst du das? Die Enten laufen Schlittschuh auf ihrem kleinen Teich. Wo haben sie denn die Schlittschuhe her? Sie sind doch gar nicht reich. Wo haben sie denn die Schlittschuhe her? Woher? Vom Schlittschuhschmied. Der hat sie ihnen geschenkt, weißt du, für ein Entenschnatterlied. Das ist sozusagen ein einfaches Kindergedicht, aber das hat für mich so, ich habe das meinen Kindern immer gerne erzählt auch, das ist so die Vorstellung, dass da erstmal Enten Schlittschuh laufen auf dem Teich, ist ja so eine kleine absurde Sache. Und dann hat ihnen jemand die geschenkt und gemacht, nicht um sie ihnen zu verkaufen, sondern wegen einem Schlittschuh. Und sozusagen diese schöne Absurdität, dass man etwas genießen kann, also ein wunderbares kleines Bild, was ein Kinder dann ja auch glauben. Ja, und dieser Geist, der da drin steckt, also diese Liebe zu dem, was dich umgibt, zu den Wesen, zu den Menschen, und daraus etwas zu schlagen, Funken zu schlagen, das ist etwas, das fehlt, und das ist das Gegengift gegen auch diese digitale Vereinnahmung, die Schönheit. Ich glaube, wir haben ganz viel, was uns madig gemacht wurde, weil man es uns nicht verkaufen konnte. Also gerade der Überwachungskapitalismus zieht seine Kraft ja daher, dass er uns die Dinge raubt, aus denen wir eigentlich Kraft ziehen, und dann was verkauft, was uns irgendwie abhängig macht, ist so mein Eindruck. Ali Mitkutsch ist ja auch gerade gestorben. Ich weiß nicht, ob du diese Wimmelbilder auch kennst, auch aus dem Kinderzimmer. Ja, ohne Ende. Was meinst du, was ich mit meinen Kindern? Genau, auch so eine Art Gegenentwurf. Ich möchte diesem utopischen Gedanken vielleicht noch einen meiner hinzufügen als kleine Rückfrage. Weil das Problem ist ja, dass bei der Konstruktion des neuen Menschen man eigentlich die Herkunft des Alten immer abschneiden muss. Das heißt, vielfach sind ja diese Utopien, als gesellschaftliche Utopien, immer um den Preis erkauft, dass ich etwas auslöschen muss, was jemand mitbringt. Das ist immer sozusagen eine Kontaminierung. Das ist auch eine Sterilisierungsgeste, die wir gerade natürlich auch kennenlernen. Und es hat was zu tun mit einer Entwurzelung und Entheimatung. Mhm. Die Perspektiven, die du jetzt aufschlägst, ist eigentlich sowas wie eine Renaissance. Also, dass wir sozusagen diese Entzauberung der Welt rückgängig machen und wieder unseren Blick schärfen und ein Heimweh nach der Wirklichkeit verspüren, aus die man uns ja gewissermaßen vertrieben hat, die aber jederzeit da ist. Also das heißt, der gutherzige Nachbar, der mir einen Kuchen rüberbringt, wenn es mir schlecht geht, das Schnattern der Enten und der nette Schlittschuhbauer, die sind ja nach wie vor da, und ich glaube, wenn wir auch das wieder zum Glänzen bringen, dann kann auch sozusagen die Verbindung von Herkunft und Zukunft, eine Utopie, die nicht durch das Ausradieren unserer Geschichte geschieht, sondern die durch das Auflesen unserer Geschichte ganz viele Perspektiven bringen. Lieber Dirk, das war großartig. Ich bin hingerissen und hoffe, dass ich mit meinen dümmlichen Fragen irgendwie dem gerecht geworden bin. Das ist mir schon ernst. Also dieser Mann hat das mit eigenen Augen gesehen, worüber wir in Zeitungen lesen, und kann tatsächlich ein begründetes eigenes Urteil aus vielen Facetten fällen. Und ich finde, das verdient Anerkennung. Ich finde, wir beide sollten uns an diese Sache mit der journalistischen Ethik machen. Und ich denke, auch der Professor
meinen, den ich von der Herkunft, von seinem Denken, von dem, was ich höre, von seinem Mut. Das vielleicht auch noch, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Peter Hannem, einer der besten Investigativjournalisten der Welt, der die Mori Ravanunu-Geschichte rausgebracht hat. Die Tatsache, dass die Südafrikaner von den Israelis Nuklearwaffen bekommen haben, die Liberty-Affäre, eine hervorragende BBC-Doku dazu gemacht hat. Und dann sagt er mir, ich war in der Uni und die haben mich eingeladen, Professor für Journalismus zu werden. Und ich war da und dann sitze ich da und dann sind da die Professoren und Doktoren. Das sind Leute, die haben das letzte Mal vor 15 Jahren irgendwie bei einer Lokalzeitung was gemacht. Die sind nie als Journalisten irgendwie unterwegs gewesen, haben nie Schwierigkeiten mit dem Staat gehabt, die haben nie eine Investigativgeschichte und hat gesagt, da fehlt etwas. Und genau diese Verbindung von Füßen auf dem Boden des Journalismus, sozusagen Bewohnen des Elfenbeinturms, was seinen absoluten Wert hat, und das zu kombinieren und das sozusagen zusammenzugießen zwischen philosophischer Überlegung, zwischen praktischem, und das heißt auch immer für den Underdog da sein. Der Underdog in jeder Gesellschaft. Wenn ich in China bin, muss ich für die Dissidenten dort eintreten. Wenn ich im Westen bin, muss ich für die Dissidenten hier eintreten. Das ist die Perspektive des Journalisten, ist immer Unterstützung, also du bist so eine Art Ritter der Tafelrunde mit dem Schwert für die zum Schutzen der Armen und Schwachen und der Witwen und Waisen. Das ist die Aufgabe, nicht sozusagen und der König nur, wenn es der gute König ist. Ja, also das ist diese Geschichten, das ist eine wesentliche Aufgabe. Und da, ich finde, an der Stelle, da glaube ich, dass wir beide auch einen sinnvollen Beitrag leisten könnten, der wirklich etwas Substanzielles hervorbringt. Das wäre ja eine schöne Sache, wenn man in der Lage wäre, ein Gedankengebäude zu machen, an dem andere dann weiterarbeiten oder es kritisieren, aber es auf jeden Fall Wirksamkeit entfaltet. Würde ich das gerne machen. Das wäre mir eine große Freude und ich hoffe, dass du irgendwann mal wiederkommst. Vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Wir haben alle unglaublich viel zu tun im Moment und irgendwie hat man das Gefühl, auch immer alles schon gesagt zu haben, aber gerade in der Kombination der Gesprächspartner, glaube ich, können wir wieder noch Funken schlagen aus den Themen. Danke für die Perspektiven, die du uns gegeben hast, und ich verabschiede mich von unseren Zuschauern. In der nächsten Woche ist der Sven immer noch unterwegs und wir werden über die ehemalige Ex-DDR sprechen. Ich nenne das extra so. Und das wird auch wieder ganz spannend. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Danke für so ein Gespräch. Danke. Tschüss.